So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute an, wie man Nebel Indigo selber mischt. Und ich hole hier erstmal das Original aus der Packung raus. Und ja, das ist ein Mix, der, wie man sieht, aus drei einzelnen Pigmenten besteht. Wir haben PB29 Ultramarin Blau. Wir haben Pigment Grün 26. Das ist ein, sag ich mal, so ein dunkles Grün-Türkis, ist ein Kobaltpigment. Und dann haben wir das Pigment Braun 33, das ist Eisen-Zink-Chromit-Braun. Und ja, jetzt werden wir, würde ich mal sagen, erstmal wie immer das Original swatchen, sofern ich natürlich das Original habe. Ich habe bei Weitem nicht annähernd alle von den supergranulierenden Farben. Und seit ich, sage ich mal, selbstsicherer im Mixen bin, was sowas angeht, habe ich auch tatsächlich, glaube ich, keine mehr dazu gekauft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich feuchte das Papier immer ein bisschen an, das heißt, mehr, ja, ich mache eigentlich schon eine ganz gute Menge drauf, also schön, dass es schön nass glänzt, jetzt nicht leicht feucht, sondern schon nass ist, weil Wasser ist bei so Granulationseffekt und Farbseparationseffekt immer eine sehr entscheidender Faktor. Oft ist es so, dass man, sag ich mal, vielleicht nicht so den starken Granulationseffekt oder aber einen Farbseparationseffekt, wenn der sich nicht einstellt bei einer Farbe, die das eigentlich machen sollte, liegt es oft daran, dass man einfach zu wenig Wasser nimmt. Na, man muss schon gucken, dass man da reichlich Wasser mit reinklatscht, sage ich jetzt mal, sowohl in die Farbe als auch aufs Papier am besten. Weil man das Wasser halt einfach braucht, dass sich diese einzelnen Pigmentpartikel auch wirklich auf dem Papier gut hin und her bewegen können. Was ja im Endeffekt der Grund ist, warum wir diese Effekte überhaupt erzielen können, ne? Dass die Pigmentpartikel sich bewegen. Bei granulierenden Pigmenten ist die Partikelgröße sehr unterschiedlich groß, wohingegen bei nicht granulierenden wir eine gleichmäßig große Partikelgröße haben. Und durch diese unterschiedliche Größe, sage ich mal, kriegen wir halt diesen Farbseparationseffekt und auch, sage ich mal, dadurch, dass natürlich schwerere Partikel eher auf der Stelle bleiben, wohingegen leichtere Partikel natürlich, sage ich mal, leichter durch das Wasser sich so ein bisschen hin und her bewegen. Ja. Das Haze Indigo ist im Endeffekt, sage ich jetzt mal von der Farbe her, ein ja, Mix aus Ecken, die wirklich so ein bisschen dunkelblau sind, aber viel auch einfach tatsächlich eher so ein, ja, so ein Grauschwarz, haben. Und halt Ecken, wo so zumindest ein Hauch Braun ein bisschen durchkommt. Aber das ist tatsächlich gar nicht so massiv dominant, wie man vielleicht denkt, wenn man sich so die Pigmente anguckt, die mit hier drin sind. Für mein Ultramarinblau habe ich das französisch Ultramarinblau von Daniel Smith genutzt, weil ich weiß, dass das ein sehr, sehr stark granulierendes Ultramarinblau ist und in solchen Mischungen immer sehr gut funktioniert. Gerade bei Ultramarinblau gibt es viele Varianten, die von kaum sichtbar granulierend bis hin zu massiv stark granulierend sind. Und ich sag mal, man sollte schon zumindest eins nehmen, das mittelstark am Granulieren ist. Und stark oder sehr stark ist natürlich, wenn man einen starken Farbseparations- und Granulationseffekt erzielen möchte, sehr von Vorteil. Das heißt zum Beispiel, so ein Ultramarin Finest von Schminke funktioniert tatsächlich nicht sonderlich gut. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Ultramarinblau von White Nights, das ich besitze, was ein sehr, sehr altes ist, nicht gut funktioniert, weil das nicht stark genug granuliert habe, aber inzwischen auch schon von, sag ich mal, Zuschauern gehört, dass die neueren Versionen von White Nights deutlich stärker granulieren und dadurch auch wieder besser funktionieren bei sowas. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass meins so alt ist und vielleicht zu der Zeit haben sie es einfach ein bisschen feinere Version genommen. Da muss man einfach gucken, was für eine Version hat man zu Hause. Das Pigmentgrün 26 habe ich jetzt von Winsor & Newton Professional genommen. Das wäre mein
Ich weiß jetzt nicht, ob ich die, habe ich die im Grün oder im Türkis-Video mit drin? Ich glaube, im Türkis-Video sind die mit drin. Ich habe da einen ganzen Berg von. Ich bin ja ein großer Fan der Kobaltpigmente und ich mag Türkis auch sehr gerne. Und das ist tatsächlich ein Pigment, das kriegt ihr von gefühlt fast jedem Hersteller. Also das ist wirklich sehr weit verbreitet und das ist eigentlich auch immer ein Pigment, das wirklich stark bis sehr stark am Granulieren ist, wie man definitiv sehen kann, wenn das Ding hier getrocknet ist. Man kann es jetzt schon tatsächlich deutlich besser, finde ich, erkennen als beim Ultramarinblau tatsächlich. Dass wirklich ein Pigment ist, das sehr, sehr stark am Granulieren ist. Genauso stark am Granulieren ist auch das Pigment Braun 33. Das habe ich von Schminke genommen. Das ist ein Pigment, das man von nicht sonderlich vielen Herstellern bekommt. Falls ihr die Kusakabe Single Pigment Set Reviews nicht angeguckt habt, kann ich das warm und das kalte Set empfehlen, einfach weil es da sowohl eine warme als auch eine kaltbraune Version von diesem Pigment gibt. Schminke verkauft es unter dem Namen Mahagoni Braun. Und außer Schminke und Kusakabe wüsste ich jetzt ehrlich gesagt spontan nicht, wer oder ob überhaupt noch jemand dieses Pigment anbietet. Ich will das eigentlich schon die ganze Zeit mal nachgucken. Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob vielleicht Roman Schmal da was hat. Die haben ja relativ viel, auch ungewöhnliche Pigmente, aber wie gesagt, selbst wenn nicht, oder selbst wenn, es gibt nicht viele Hersteller, die es prinzipiell anbieten. Optisch unterscheiden sich die Varianten von Kusakabe und Schminke auch recht stark, weil die Schminke-Version auch eine ganze Ecke ein bisschen mehr ins Rötliche tendiert, finde ich, als die andere Version von Kusakabe. So, ja. Trotzdem, dass es ein 3-Pigment-Mix ist, ist die Farbe tatsächlich relativ einfach selber zu mischen. So im, ich würde jetzt sagen, im getrockneten Zustand ist meins ein Hauch mehr bläulich als das Original. Aber ansonsten kommt das dem wirklich, wirklich nah. Also wie gesagt, ich würde sagen, im Original ist ein Hauch mehr Braun drin als in meinem. Das sah, sage ich mal, im nassen Zustand, wie ich es geswatcht habe, nebeneinander sehr identisch aus. Aber manchmal ist es so, dass es sich dann, wenn es wirklich komplett trocken ist, dann doch nochmal einen Ticken unterscheidet. Aber ich würde sagen, es ist fast identisch. Wie gesagt, ein Hauch mehr ins Bläuliche gehend. Aber der Rest passt auf jeden Fall ganz gut. Ja, ich hoffe, dass das Video wie immer hilfreich und interessant für euch war. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Als nächstes, wir haben ja jetzt, das ist die letzte von den Nebelfarben. Als nächstes würde ich die Gletscherfamilie durchnehmen. Da habe ich nämlich schon die ganzen Swatch-Videos sozusagen gedreht, muss nur noch alles vertonen und rendern und so weiter. Das heißt, Gletscher wird unsere nächste Gruppe sein. Und ja, wie immer über einen Daumen hoch oder ein Follow freue ich mich sehr, weil das mir und dem Kanal wirklich wahnsinnig weiterhilft. Und ansonsten vielen lieben Dank. Hoffentlich bis bald und habt einen wundervollen Tag hier.